Tja, Freunde, ein klitzekleines Update noch zum Black and White PC von meinem Schatz, den ich ihr gebaut habe. Ich hatte ja gefragt, ob einer von euch vielleicht eine Idee hätte, an was das liegen könnte mit den Cinebench-Punkten. Und ja, ich habe da eine Idee bekommen und die hat sich bewahrheitet. Ja, entweder hat die Installation vom R23 ein Riesenproblem gehabt, muss ich auch nochmal draufhauen, neu draufspielen, vielleicht liegt da das Problem, weil ich habe jetzt den R20, also das Vorgängerprogramm draufgeschmissen und siehe da, da passt alles mit der Punktzahl. Und im 3D Mark, da hat man ja auch gesehen, im Prozessor Core hatte ja, wäre es das Zehnfache oder was gehabt von der Punktzahl. Also war mir da eigentlich klar, dass da alles in Ordnung sein muss. Ja, und wie gesagt, ich habe jetzt den R20 draufgehauen und die Punkte zeige ich euch jetzt schnell. Ich filme natürlich wieder bloß vom Bildschirm ab, weil für alles andere bin ich ja zu doof. Hier haben wir jetzt CPU, 4734 Punkte, im Multicore und im Singlecore 505 Punkte. Das heißt, hier ist er sogar jetzt im alten ganz oben mit der Punktzahl im Singlecore-Bereich. Jetzt muss ich erstmal die Maus hier finden. Zack, zack, zack. CPU Singlecore. Hä? Ja, hier Multicore haben wir hier den 1700er und siehe da, der 3700er, wie er jetzt drin ist, ist mit der Punktzahl oben drüber. Also genau da, wo er sein sollte. Warum er jetzt mit dem R23 ganz unten war, weiß ich nicht. Ich kann mir nur vorstellen, dass der R23 da ein kleines Problem hat. Also, soweit funktioniert das alles. Vielleicht sind es auch Einstellungen vom R23. Aber allzu viel einstellen kann man ja an dem Programm nicht. Tja, lassen wir es jetzt dahingestellt. Auf alle Fälle, der Rechner rennt. Mit dem Einstellprogramm von Corsair, IQ, habe ich mich noch nicht weiter beschäftigt. Das kommt alles noch, wenn ich einmal Zeit dazu habe. Ja, ich habe mir jetzt gedacht, ich muss jetzt unbedingt, nachdem ich ja jetzt das rausgefunden habe, euch Bescheid geben, weil es kamen ja auch schon Antworten, was es sein könnte. Also kann ich mir definitiv auch eine Neuinstallation sparen. Und ja, läuft wunderbar. Okay, Freunde, aber jetzt muss ich noch weiter Videos bearbeiten. Ich bin fleißig dabei und naja, bis die Tage, Tschaikowski.